Lesung aus Kapitel 21 aus dem Evangelium nach Matthäus. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie. Er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet. Einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosanna dem Sohn Davids! Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Und man sagte: Wer ist das? Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa.